Verraten Sie mir, warum ziehen Sie nach New York? Ich will mich quasi selbst finden. Henry Harrison. Louis Ives. Ich bin gegen die Ausbildung von Frauen. Sie vernebelt ihre Sinne und beeinträchtigt ihre Leistungen im Boudoir. Ich mag am liebsten die chassidischen Frauen. Die haben's richtig drauf. Wir haben uns lange genug unterhalten. Sie sind der einzige Bewerber, der ohne Dolmetscher auskam. Stimmt was nicht? Vivian gibt heute Abend eine Dinnerparty. Ich soll sie begleiten. Sie sind ein Gigolo? Bei mir gibt es das Gesamtpaket. Ich bin ein Damenbegleiter. Allerdings kein gewöhnlicher Begleiter. Da ist ein Zwerg auf dem Bild. Das ist dein Kind, Henry. Führen wir etwa eine Unterhaltung? Ich würde sagen, schon. Dann Schluss damit. Wir sollten so wenig wie möglich voneinander wissen. Hallo, Mary. Sind Sie Vegetarierin? Veganerin. Ich wünschte, ich könnte auch Veganer sein. Ich mag Eier sehr. Ja, ich bin jetzt mit einem Mädchen von der Arbeit zusammen. Das klingt wie eine Lüge. Zwei Damen müssen begleitet werden. Wäre ich damit ein Damenbegleiter? Ein Kavalier, ja. Aber Sie haben noch viel zu lernen. Oh nein, genug. Ich laufe nicht herum und brauche Sex. Ich brauche gar keine Liebe. Sie sind nicht ehrlich. Jeder Mensch braucht irgendwas. Hier steht mein Auto. Vielleicht nehmen wir lieber ein Taxi. Wieso? Ich fahre mit meinem Elektra überall hin. Was machen Sie da? Hab vergessen, Socken zu kaufen. Und wer weiß, vielleicht tötet das ja die Flöhe. Sie haben eine seltsame Macht über Menschen, Henry. Was soll diese Mittelklassehaltung? Ist es denn so falsch, dass ich mich für Sie interessiere? Weil ich mich nicht für Sie interessiere. Lassen Sie den Hund runter. Auf der Stelle. Ich komme. Ich habe Sie noch gar nicht gefragt, wie Ihr Abend mit der Milliardärin so gelaufen ist. Ich warte drinnen. Das war reizend, obwohl sie eine Minute lang nicht mehr geatmet hat. Aber dann hat sie sich wie immer wieder gefangen.